aber gern. Fertig, Meister. Wenn's denn sein muss. Sicher dat. Was haben wir hier, ein Lehmfeld? Nö, ist ja auch egal. Ach, was mache ich denn? Ja! Holz haben wir echt jetzt eine ganze Menge. Die Burg können wir auch nochmal irgendwann reparieren, weil die Roten gleifen. Was ist denn los? Die Roten greifen uns eventuell nochmal an. Was nicht so vorteilhaft wäre, wenn unsere Burg angegriffen wird und die noch die Hälfte der Trefferpunkte hat. Fertig! Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Ja, hat er recht, hat er recht. Es gibt nicht genug zu essen. Kein Problem. Ach so. Bin ich blöd, hab hier freigesprengt, die Truhe geholt und bin nicht zur Quelle gegangen. Nun ja. Ne, weißt du was? Jetzt mache ich das mal mit Helias. Selbstverständlich. Gut. Vielleicht ist er uns dann aus irgendeinem Grund freundlicher gesinnt oder sonst was. Wer weiß. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja! Nichts lieber als das. Ihr benötigt mehr Lehm. Ja, ja. Beim Anblick der klaren Quelle entfaltet sich die pure Reinheit dieses Wassers. Nun fehlen nur noch die anderen Zutaten aus der Truhe. Ja, Ari, komm mal mit. Ja, wie ihr wollt. Was machen die jetzt hier hinten mal? Ist in Ordnung. Ja. Und dann hole ich die auch wieder nach vorne oder lasse ich hier Holz hacken? Nichts lieber als das. Ja! Ja, ja. Wenn's denn sein muss. Zahltag! Nichts lieber als das. Im Leben nicht! Sechs Leute können also an einer Hochschule bauen. Ist in Ordnung. Es wäre cool, wenn er uns die Kirche schenken würde, wenn er abhaut. Sofort, fertig! Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Na gut, dann holen die hier erstmal ihr Holz. Nichts lieber als das. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Was machen die? Die holen sich mal den Stein. Na gut. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen und der Dachchef. Natürlich, wenn ihr es für richtig haltet. Freilich.
Sicher. Jetzt kann ich im Verborgenen wandeln. Ich bin schon unterwegs. Wenn ihr wollt, wie ihr wollt. Sicher. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet... Boah, wie krass, dass das funktioniert. Natürlich. Wenn ihr es für richtig haltet, wenn ihr wollt... Habe ich ja noch nie gesehen mit Ari. Wie ihr wollt. Wenn ihr es für richtig haltet... Ich bin schon unterwegs. Was ein hotter Shit, ey. Freilich. Wenn ihr wollt... Sicher. Wenn ihr wollt... Eure Arbeiter bezahlen ihre... Kommen wir denn jetzt auch zur Truhe? Wie war das? Ich bin schon unterwegs. Das ging hier hinten irgendwie rum, ne? So im Zickzack. Natürlich. Sicher. Natürlich. Ich weiß noch nicht, ob ich mit ihr auch mit Leonardo sprechen sollte oder nicht. Weil, wie ihr wisst, gibt es immer noch die ominöse Zeitangabe, die wir bis jetzt noch nicht hatten. Das ist, irgendwann ist das, wir nur noch eine halbe Stunde Zeit haben. Ich bin schon unterwegs. Boah, jetzt muss ich tatsächlich außen noch rumlaufen. Feinde haben einen Verbündeten attackiert. Wie gesagt, dass es nur noch eine bestimmte Zeit gibt, bis die angreifen. Ein Held ist und das könnte Gefahr. Sein, dass wir es dann nicht schaffen und ich will ich diese Mission nicht nochmal spielen. Kann müssen. Ich jetzt Feierabend machen? Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Fehlt aber uns wieder ein Wohnhaus. Aber wir machen erstmal Konstruktion. Konstruktion? Ja, Konstruktion. Und dann errichten wir hier die letzte Steinmine. Ich guck nochmal gerade, ob man noch irgendwo Leben fällt. Endlich habt ihr alle Zutaten für den Beruhigungstrank. Ihr müsst sie nur noch dem Mönch reichen. Aha. So gut ich kann. Was wollte ich gerade sagen? Ob es noch irgendwo Lehmfelder gibt, ne? Aber ich glaube, hier sind nichts, keine mehr zu finden. Kein Problem. Ist in Ordnung. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und sobald sie unsichtbar sein kann, schicke ich sie wieder nach Hause. Oder warte, ich kann sie ja dann hier unten durchschicken, ne? Freilich. Lauf doch schon mal hier hin. Moment, na doch gut. Nicht. Freilich, jetzt kann ich im Verborgenen wandeln. Wie ihr wollt, natürlich. Kommt sie dahin? Eure Gelehrten ja, haben schon eine funktioniert. Neue Technologie erforscht. Boah, ey, bin ich gut. Bin ich gut. Ich gebe mein Bestes. Habt Dank. Ehe ich mir den Trank bereite, öffne ich euch noch den versteckten Pfad in Kerberos Lager. Und nehmt meine restlichen weltlichen Güter, ehe sie mich zur Sünde verleiten. Ach ja, wir kriegen ja von ihm einen Haufen Gold. Nice, nice. So, und sie kann jetzt hier durchgehen? Ja, na gut. Mit Leonardo spreche ich erstmal noch nicht und wir werden angegriffen. Für die Ehre! Alles weg. Ein Verbündeter ist in großer Gefahr. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Nichts einfacher als das, würde ich sagen. So, und die beiden schicke ich mal zurück zur Verteidigung. Wenn Gott es so will. Ja, Gott will es so. Sofort. Wird erledigt. Ja. Ja. Ist das nicht wundervoll hier? Hat er recht, hat er recht. Es ist Zahltag. Ach, ich wollte ja hier eigentlich
ja. Die Mine bauen. Ich kann noch mal ein paar Leibeigene machen. Fertig, Meister. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Ja! All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Alle Bauernhöfe sind belegt. Einige Siedler haben nichts zu essen. Forschung abgeschlossen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Wenn Gott es so will. Reparieren kann ich eigentlich auch gleich mal. Ja! Ihr benötigt mehr Lehm. Oh, ich hoffe, da kommt man noch vorbei. Natürlich. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, ja, das funktioniert. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Sägewerk bauen wir dann auch gleich. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ja. Hier kommt euer Wohnhaus. Es ist Zahltag. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nö. Natürlich. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Bildung können wir auch nochmal erforschen. Und das Haupthaus müssen wir ausbauen, ne? Für die zweite Stufe der Technologien und nicht die Hochschule. Die ist erst für die dritte, glaube ich, wichtig. Das kann ich mir irgendwie nie merken, aber ich glaube, so ist es richtig. Uiuiuiui. Ach, hier sind mehr Leibeigene, als wir auswählen können auf einmal. Nicht schlecht, Herr Specht. Aber das ist ganz gut, das verschafft uns neuen Bauplatz. Und das Sägewerk können wir auch schon bauen. Natürlich. Bildung haben wir auch hinter uns. Endlich, ey, endlich mit dieser scheiß Bildung durch. Fertig, Meister. Es ist Zahltag. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Lehm verbraucht sie am Anfang so extrem schnell. Ich würde ja gerne nochmal so ein Lehmfeld ausbeuten. Da oben ist noch eins, aber das ist sehr nah an den Barbaren dran. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? All eure Wohnhäuser sind belegt. Ich kann's mal wagen. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Einer eurer Verbündeten steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ich habe damit nämlich nichts zu tun. Ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung und habe Holz gefällt. Ich bin das stimmt sogar, da war ja auch bei einer Lichtung und hat Holz gefällt. Also, bei einer Lichtung weiß ich nicht, aber zumindest hat er Holz gefällt.
Hat er diesmal wohl die Wahrheit gesagt? So, hier kann ich mal die Kaserne hinbauen. Ich hoffe, die laufen diesmal nicht wieder gleich in den Tod, irgendwie so ins Lagerfeuer rein und verbrennen sofort oder so. Ich hab getan, was ihr wolltet. Es ist Zahltag.